Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Projekt Schönbau Minden. Ja, meine Freunde, ich hatte gestern ein wenig weitergebaut im Offscreen. Ja, ich hatte das auch alles in der Timelapse aufgenommen, nur leider war meine Festplatte voll. Wenn man bei OBS nicht vernünftig was abspeichert, eine Aufnahme beendet, ist sie unbrauchbar. Ja, deswegen habe ich leider keine Timelapse für euch und ich werde das nochmal bauen und euch diesmal deswegen das nicht zeigen. Ich habe nämlich jetzt einen Speicherstand von vorher geladen, werde das jetzt also nochmal bauen. Es ging hauptsächlich hier um dieses Gebiet und hier die Auffüllung, also dass wir hier ein schönes großes Industriegebiet haben, endlich mal, dass es endlich mal fertig wird. Das hatte ich eigentlich gebaut, aber ich möchte euch das ganz gerne halt auch zeigen. Und daher habe ich mich dazu entschieden, den alten Spielstand zu laden und nochmal eine Timelapse auf. Gut, nichtsdestotrotz werden wir uns heute ein wenig um die Schifffahrt kümmern. Wir haben ja hier schon unseren Hafen und wir haben hier hinten auch schon den Kohlehafen. Und jetzt möchte ich einfach hier noch so ein bisschen Schiffsbetrieb reinkriegen. Ich habe leider keine Wegpunkte in dem Sinne, deswegen müssen wir einfach mit ein paar Sachen arbeiten. So, wir haben ja hier unsere Baumaterialfabrik. Die braucht ja entweder Stein, Flacke und Kohle. So, und für Steine hatte ich mir überlegt, das bauen wir irgendwie hier hinten in der Weser hin. Hier bei Önhausen. Hier ist ein schöner gerader Knick. Hier kann ich nachher schön irgendwie einen Steinbruch hinsetzen oder sowas. Da kann man sicherlich irgendwas Schönes bauen, hier noch einen Berg hin machen und dann da irgendwie so einen Steinbruch rein. Acker oder so. Das ist sicherlich hinzukriegen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir jetzt hier mal noch einen Frachthafen weiter. Nee, es ist ja hier nur eine Linie. Dann können wir hier auch einen setzen. Also hier soll mal noch ein Frachthafen nachher entstehen für die Steine. So, dann kommt auf jeden Fall hier hinten, muss ich von unserer Museumsbahn nachher noch abgehen, weil hier hinten noch ein Lagerhaus kommt. Das Hiller Lagerhaus heißt das. Das ist von Relius. Und da fahren auf jeden Fall pro Tag auch ein paar Züge hin. Das können wir auf jeden Fall hier setzen und dann gehen wir hier einfach geradeaus von ab rein, dass wir dann hier einmal am Tag so einen kleinen Güterzug fahren lassen. Auf jeden Fall einen etwas größeren Hafen. Und da kommen wir dann auf 2 an die Stelle. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwo vernünftig schön hinkriegen. Und nicht den ganzen Billandkanal zubauen. So, jetzt bin ich immer noch hier im anderen Spiel. Was kommen wir denn? So weit? Ja, geiler wäre es natürlich, wenn es hier noch unter der Brücke durchgeht, ne? Da wäre das cooler. Dann machen wir das hier hinten nicht hin. Ja, noch ein bisschen mehr Platz zu bauen. Und dann machen wir einfach die Straße noch einmal abreißen und ein wenig erhöhen. So. Der Hafen hier hinten weg. Können wir auch den Mittellandkanal im Ganzen etwas ausnutzen. So, weg. Weg, 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 weg. So, hier haben wir ja schon die eine Brücke. Und natürlich sehen, dass wir hier eine vernünftige andere Brücke hinkriegen. Straßenbrücken, solche einfachen Bogenbrücken gibt es ja leider noch nicht. Weil jetzt über den Adventskalender ein paar Brücken rausgekommen, aber so eine Brücke als Straße. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. So, aber sonst haben wir ja nichts. Haben wir noch eine andere Auffahrt, aber das ist nicht für uns. Und hier haben wir auch nichts Neues mittlerweile bekommen. Negativ. Nö. Nö. Gut, dann müssen wir jetzt standardmäßig wieder eine Brücke bauen. Welche Straße nehmen wir denn da mal? Ruhig doch die Autobahn hier oder die Landstraße. Wenn wir jetzt hier direkt darauf gehen,
Müssen wir schon so hoch machen, dass wir hier drunter herkommen. Jetzt. Rot. Der Winkel? Hä? Ist gerade eben zur Fehlermeldung, ging es doch noch. Ach. Weil die Stadt hier auf einmal gebaut hat. Das wollen wir natürlich nicht so. Also so, ja, nur mal Nash. Können wir eigentlich die Brücke nehmen? Weil wir hier natürlich eng hier, aber ist egal. Es ist grün. Und grün bedeutet heißt, grün bedeutet fahren. Ist echt schon ganz schön hoch die Brücke, ne? Na gut, aber so kommen die Züge dann wenigstens, die Schiffe wesentlich unten drunter. Das ist natürlich nachher alles noch ein bisschen schöner einbauen hier. Und fast wie bei Nordostseekanal. Aber die Schiffe haben natürlich auch eine kleine gewisse Höhe. Na okay, doch, so sind die gar nicht. Ah, doch. Hier der Masten. Ich möchte auf jeden Fall, ich weiß, dass die Brücken natürlich höher werden, aber ich habe keine Lust, dass die Schiffe durch die Brücke durchfahren. Das sieht dann auch echt blöd aus. Ich denke mal, mit so einer Höhe sind wir hier schon ganz gut. Haben wir auf jeden Fall genug Luft. Ja, es bleibt so. Sollen wir hier mitten im Wasser hängen? Oh, hier ist eine Untiefe mitten im Mittellandkanal. Naja. So, dann würde ich sagen, machen wir hier die Lagerhäuser hin. Das Schiff fährt dann bis hier hinten in den Hafen. Können die Linie ja schon mal gerade machen. Nenne ich die einfach mal Hilla Lager. Hilla Lagerhäuser. Dann machen wir eine mal mit Stein. Ja. Mit Stein. So. Stein geht dann von hier hinten bis hier. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Genau, und die Minden-LKW-Station 2. Weil das ist ja hier auch eine LKW-Station. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, Hiller Lagerhäuser geht dann einmal von hier ab. Bis dort. So. Das ist schon mal perfekt. Weil wir kriegen ja die Steine im Notfall von hier auch hier hin. Und dann können die hier mit den Schiffen dann auch wieder zurück. Das ist perfekt. So. Aber das sind ja noch nicht alle Linien. Wir brauchen irgendwie noch ein paar mehr. So, wir haben hier hinten unsere Kohle. Kohle möchte ich ganz gerne einfach irgendwo von hier hinten haben. Also hier haben wir unsere wunderschöne Brücke und das möchte ich hier nicht zerstören. Mir gefällt diese Ecke hier wirklich richtig, richtig gut. Aber von wo soll ich jetzt die Kohle holen? Ein bisschen unrealistisch, dass wir hier Kohle uns herkriegen, weil Eisenerz wird irgendwo hier abgebaut. Hier führt dann nachher diese Bahnlinie hin. Nach Kleinbremen. Hier ist ja quasi, hier ist ein Steinbruch. Und das kriegen wir dann, obwohl da ist in Kleinbremen, ist da ja auch der Steinbruch anklicken. Aber eisenhaltiges. Also sagen wir mal Eisenerz. Okay. So, aber wo holen wir jetzt unsere Kohle weg? Soll ja auch jetzt nicht voll werden. Es gibt ja leider keinen kleinen Weg, weil jetzt hier einen Hafen hinzusetzen, ich weiß nicht, wie ich den vernünftig einbauen soll. Und vor allen Dingen, hier soll ja Stadthagen hin. Stadthagen liegt natürlich auch in der Nähe vom Kanal, ne? In der Nähe. Hier einen Hafen hinsetze. Ja, gut. Nee, der muss ein bisschen gedreht werden. Fällt mir das nicht. So ist das, glaube ich, schon besser. So weit im Visier steht. So ist das ganz gut. Und dann können wir hier dann abgehen und dann irgendwie hier hin. So, dann mal gucken. So. Was?
ja. So. Gut, dann machen wir jetzt einmal die Linie Kohle. Kohle. Geht dann einmal von hier. Hier. Und geht er nicht. Spares Gewässer. Grün, 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 grün. Alles ist grün. Hier ist nichts grün. Die Dudes haben sich hier eine illegale Brücke gebaut. So, Dudes. Eure Straße muss hier sowieso weg. Die existiert hier sowieso nicht. Oh, alles weg, ja. Mein Abfall-Sound ist damit zu laut. Die existiert hier nicht. So. Gut, dann haben wir das auch. Sehr schön. Bin schon ein sehr buntes Linienwirrwarr hier. Schiffe, wo will der durch? Da will der echt noch durchfahren. Okay. Na gut. So. Wie will ich hier auch noch eine Linie haben? Oder eine, der hier auch einfach vorbeifährt. Das kann ich ja einfach nochmal so machen. So, haben wir die Linie. Machen wir jetzt hier einmal ein Schiff. Take. Die fährt dann von hier unten. Hier hin. Und dahin. Da. Das finde ich gut. So, wir sollen uns auch mit dem Schiffsverkehr nicht übertreiben. Deswegen bauen wir die jetzt erstmal. Nur wo baue ich das Dock hin? Oha, was ist das denn hier? Da traue mich die jetzt nicht anzuklicken. Ein bisschen Angst, dass das Spiel dann abschmiert. Jetzt nehmen wir mal einen hier hin. Ich bin gerade voll im Landwirtschaftssimulator hier. Mit den Rehen der Gebäude komme ich mir gerade nicht so ganz klar. So. Natürlich jetzt nirgendwo ein vernünftiges Depot noch hin. Ist nicht so, dass es da nicht scheiße aussieht. Hier möchte ich aber auch keins hinsetzen. Hier. Hier können wir mal gerade eins hinsetzen, das reißen wir dann nachher wieder ab. So. Gut. Würde ich sagen. Wir können ja. Was haben wir denn hier so alles? Ist auf jeden Fall auch ein Schiff, ein Oldtacher. Oldtacher. Ha. Ha. Wer denn hier? Na gut, erstmal kommt der Merlin. Der Merlin geht auf. Geht auf die, ne? Dann geht der auf die Fake. Bin ich mal gespannt, wie groß das ist. Auch ein bisschen höher, also auch natürlich und auch nicht schlecht. Ach, ha. Der fährt wohl noch mit Kohle, würde ich mal behaupten. Eine ganze Nummer größer als die Merlin. Das Schiff natürlich so von der Breite her finde ich das Ganze schlecht. Dreier. Gut, was ist denn so seine Höchstgeschwindigkeit hier? 32 und die Merlin, die ist schnell. 30. Ja gut, okay. Dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier beim Hille Lagerhaus.
noch mal ein los. Ein Schiff reicht ja erstmal. Dann schicken wir den hier. Also 152. Aber das kann man immer noch erweitern. Wir wollen es jetzt nicht. So. So. Hinten geht jetzt noch mal einer drauf. Den machen wir jetzt einfach mal noch auf die Fake. Ich weiß nicht, wie dieses Schiff aussieht. Recht aus. Und die andere Fake kann hier richtig viel transportieren, ne? Beine transportieren wir dann auch. Der hier. Beine. Und wir können natürlich, weil es hier noch ein Museumsboot gibt, es ja auch. Also so ein Ausflugsdampfer bei uns, aber die sind allerdings in Rot. Das sieht sogar den ganz so weit von ab. Ja. Okay, kann der auch noch drauf fahren. So. Jetzt diese Merlin natürlich alle echt kleine Schiffe. Also die, ich meine, die Merlin ist ziemlich klein. Das ist alles so ein bisschen breiter, das finde ich gar nicht so schlecht. Natürlich immer noch nicht so wahnsinnig viel Schiffsverkehr hier drauf, würde ich mal behaupten. So, ja. Kommt auf jeden Fall hier schon mal drunter her. Oh, der andere ist aber echt doch schon. Macht das so viel Unterschied, die 4 km/h? Natürlich echt nicht schnell, ne? Boah, hier noch ein bisschen zu wenig Schiffsverkehr. Echt hier? Der fährt dann auch noch mal Fake. Und der kriegt auch noch mal Farbe, kann ich hin. Einer wieder weg zuweisen. Der fährt dann auch Kohle. Der hier fährt dann noch mal rein. Dann auf die Fake-Linie. Der hier drauf. So. Und dann noch mal so ein bisschen Leben reinkriegen hier. In die Bude. So, jetzt ist ja gerade ein bisschen Schiffsverkehr. Sonst ist mir das einfach zu leer hier. Weil am Mittellandkanal, ich weiß nicht, wenn schon mal von euch einer mal da gewesen ist, wisst ihr, dass hier doch schon echt viel verfahren. Aber natürlich hier zwei, die hier richtig schön rumdampfen. So, aber die fahren alle irgendwie so eine leicht andere Linie. Naja, alle müssen sie um die Untiefe rum. Wow, sportlich hier. Oh, hier ist er dreht die Seegang. Im Mittellandkanal. Kollision! Tote und Verletzte! Und ist so dem Sonnmark aber auch fast gut abgeladen hier. Nicht schlecht. Okay, schön. So haben wir jetzt erstmal hier ein bisschen Schiffsverkehr auch noch drauf. Der ist aber echt langsam, ne? Das sind noch keine 32. Warum drehen sie auch nicht? Ich weiß doch gar nicht, wo er gerade hin will. So, doch, die Linie geht so vorbei, okay. Und die anderen wollen auch hier durch? Ja, gut. Nein. Wo will der jetzt hin? Das ist natürlich jetzt, also was er hier gerade macht, gefällt mir richtig gut. Er hat jetzt überhaupt keine Linie. Aber die ist gerade zu dicht hier ranfahren. Das finde ich gut. Hier oben ist wieder unser Anhänger. Einmal da volle Pulle. So dicht hier schön an denen vorbeifahren. Jetzt hier gerade drauf. Das kann er ruhig immer machen. So dicht daran vorbeifahren. Auf welchen Anleger will er denn jetzt? Aha. Ah. Hm. Na gut. Okay. Kann er machen. Ja, gut, mein Freund, da werde ich nochmal einen Timelapse machen von dem, was ich jetzt hier so alles gebaut habe.
werde ich jetzt halt nochmal bauen. Oh, natürlich auch wieder ein paar Stunden Arbeit gewesen. Aber gut. Dann würde ich mich jetzt trotzdem einmal ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Heute ging es mal ein bisschen weniger um Züge. Ich glaube, wir haben fast gar keine Züge gesehen. Deswegen wollen wir uns jetzt mal gerade hier die wunderschönen Region angucken, wo wir einen Motorensound haben. Er fährt halt absolut lautlos. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum Haut rein. Tschüss.